Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Gothic, bei der ich letztes Mal irgendwie ein bisschen plötzlich aufhören musste, weil ich die Meldung bekam, dass meine Platte demnächst voll läuft und deswegen muss ich da kurz angebunden Schluss machen. Es tut mir leid. Ich kann dann jetzt aber ja weitergehen und diesen Weg weiter erforschen. Schauen wir mal, was es da gibt. Das sind Orks, sieht das aus irgendwie, wenn ich das von hier aus richtig überblicke. Dann will ich mal gucken. Vielleicht, wenn ich mich vorsichtig ranbewege, kriege ich vielleicht nur einen davon und nicht beide gleichzeitig. Das wäre irgendwie vorteilhaft für mich. Hallo? Komm? Kommt. Ochs. Ja, komm. Da kommt schon. Gut, ich habe eigentlich gedacht, dass der andere zuerst kommt, weil der mich eher in Sichtfeld hatte. Aber oh, anscheinend ist das bei Ox egal. Aua. Aua. Haut er mir mal drauf und zieht mir das halbe Leben ab, das Mistvieh. Naja, gut. Aber das Ding ist tot, Jim. Ja, komm auch. Kannst auch was auf die Schnauze kriegen, Freundchen. So. Was ist hier denn? Das ist ein Platz, den zwei Orks bewacht haben, interessanterweise. Es befinden sich weitere schöne Ork-Statuen mit großen Äxten an der Seite. Der anderen Seite auch? Nee, auf der anderen Seite nicht. Was ist das denn hier wohl? Interessant. Ist vielleicht sowas wie eine Art Tempelchen? Also ich würde es nicht als Tempel bezeichnen, weil irgendwie dafür ist es ein bisschen zu klein. Aber irgendwie so hier so eine Statue mäßig, was in der Mitte. Na gut, eigentlich keine richtige Statue. So eine Grube. Warum auch immer es da so eine Grube gibt. Da unten ist irgendwie nichts. Aber es liegen Kisten an der Seite, die wir natürlich mal auf ihren Inhalt kontrollieren müssen. Gibt es eine schöne Spruchrolle, ein paar Pfeile, Erzbrocken natürlich und Schwerter. Sowie einen Dietrich. Ich weiß nicht, was die Orks mit den Menschenschwertern machen. Wahrscheinlich haben sie von den Menschen, die sie umgebracht haben über die Jahre, von den abenteuerlustigen Bevölkern des Minentals, die Waffen weggenommen und hier gelagert oder sowas. Es sieht zumindest so ein bisschen so aus. Ja, hier ist das gleiche ungefähr. In allen Truhen war so ungefähr das gleiche drin. Bei den Tränken war jetzt auch nichts Besonderes dabei, aber ich glaube, die Mana-Tränke sind schon gute Mana-Tränke, auch wenn ich keine guten Mana-Tränke brauche, weil ob ich jetzt 30, 50 oder 70 Mana regeneriere, ist bei einem Mana-Pool von, ich guck gerade, 12 relativ unerheblich. Und ich sehe ja auch keinen besonderen Grund, Mana zu trainieren. Ich kann ja eh keine Zauber wirken, außer von Schriftrollen. Und von Schriftrollen Zauber zu wirken, lohnt sich meiner Ansicht nach halt nur bei so Sachen wie Schlaf, Telekinese und sowas. Weil die halt als Utility-Fähigkeiten, wie man das im modernen Deutsch sagen würde, halt durchaus noch Verwendungszweck für mich haben, aber zu Angriffszauber sind ja für mich total verschwendet. Ich meine, ich kann da mein Mana mit weghauen und dann war's das, aber so besonders viel habe ich davon nicht. Ich kann in der Zeit besser einfach mein Schwert ziehen und zuhauen. So, ich werde jetzt einfach noch gucken, was hier oben eigentlich ist, weil ich habe gerade diese Brücke gesehen, die darüber geht. Da ist anscheinend irgendwie ein Turm. Ja! Okay, eben sah das kurz so aus, als gäbe es da, als hätte die Brücke ein Loch, dann war es doch auch wieder da. Es hat mich irgendwie ein bisschen irritiert und hier ist eine Tür. Interessant. Und eine Truhe, die verschlossen ist sogar mal. Interessant. Feuerpfeil, Pfeile, Erzbrocken, unsichtbare grobe Schwerter, verwitterte Äxte und Dietriche. Also ungefähr das, was wir in der Ork-Truhe gefunden haben. Interessant. Durchaus interessant. So, da war wieder anscheinend das Ding gerade kurz weg. Vielleicht ist es eine Geisterbrücke.
ich im falschen Moment da in der Mitte stehe, dann falle ich runter oder sowas. Das wäre doch auch mal niedlich. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt unsere ersten Orks umgebracht. Das ist doch schon mal nicht ganz schlecht. Auch wenn unsere derzeitige Strategie gegen Orks natürlich immer noch sehr fehleranhängig ist. Weil, wie man gesehen hat, wenn so ein Ork dann doch mal dazu kommt, uns zu schlagen, dann ist es relativ schnell um uns geschehen. Aber natürlich mit der überragenden Reichweite von dem Zweihänder habe ich natürlich auch eine Chance, ihnen Schaden zuzufügen, während sie noch keine Chance haben, mir Schaden zuzufügen. Solange sie nicht gerade auf die Idee kommen, zu blocken mit ihren Waffen, das könnten sie natürlich auch machen. Aber da kamen die beiden Herren gerade, kamen da jetzt nicht unbedingt auf die Idee. Worüber ich mich mit Sicherheit nicht beschwere. Aber gut, dann fühlen wir uns auf jeden Fall gerüstet für den Fall, dass in dem Ork-Friedhof auch tatsächlich Orks vorkommen. Und dann können wir ja, glaube ich, mal zum Ork-Friedhof gehen. Jetzt sind wir ja besser gerüstet mit einer schönen Rüstung. Und haben schon unsere erste Erfahrung im Orks-Umbringen gesammelt. Dann kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen. So, ich kann ja jetzt mal verraten, wo der Ork-Friedhof ist. Wir haben ja geradeaus vor uns haben wir ja diese Anhöhe, wo man so nach oben kommt, wo da die ganzen Warane auf der Wiese standen. Und auf der linken Seite war ja so eine Holzbrücke, wo ich mal kurz davor stand und gesagt habe, ah, hier müssen wir später vielleicht noch hin. Ich sag mal so, jetzt ist dieses obskure Später ist jetzt. Dahinter befindet sich tatsächlich der Ork-Friedhof. Und da gehe ich dann jetzt auch mal hin. So, es ist diesmal keine verwunschene Brücke, die wieder kurzzeitig ihre Teile verliert. Das ist gut für uns, würde ich sagen. Ist das? Sieht irgendwie nicht nach Snappern aus, aber nach Scavengern sieht es auch nicht aus. Ich glaube, bisher haben wir die Viecher noch gar nicht gesehen. Machen auf jeden Fall komische Grunzgeräusche. Ein bisschen wie eine Kreuzung aus Molarats und Scavengers. Nennt sich Beißer. Ich habe hier ein Schwert, das nennt sich Hauer. Und der haut euch kaputt. Ja, ich weiß, schlechtes Wortspiel, aber. Da hinten ist noch ein Ork. Ich will erstmal nur die Beißer hauen. Wenn die mal ein bisschen schneller laufen würden, ey, das ist ja hier. Ihr könnt euch nicht an mich anschleichen. Mir fällt das schon auf, dass ihr euch mir nähert. Müsst ihr vielleicht auch mit euren Grunzgeräuschen aufhören und euch irgendwie ein bisschen anders das Fell anmalen. So irgendwie grau. Wenn ihr so ein graues Fell hättet, dann hätte eure Strategie vielleicht funktioniert. Aber so nicht, Freunde. So, da ist ein Ork, er hat mich gesehen, er kommt her. Komm her! Was hast du davon? Was kommst du auch her? Oh, die haben immer nichts. Können sich kein Erz leisten. Da kommt noch einer. Ja, komm, Freundchen. Hol dir deinen täglichen Schläger ab. So. Bevor ich da links weitergehe, will ich nochmal gucken, ob hier irgendwas ist. Hier sind irgendwelche komischen Holzpfähle in den Boden gerammt. Vielleicht so ein Ritualplatz oder ansonsten auch ein guter Ort, um irgendwelche Gefangenen aufzuspießen und dann irgendwie Göttern zu opfern oder was weiß ich, für so, was man sowas braucht. Ich bin nicht besonders gläubig. Wüsste sonst aber nicht, warum man so komische Holzpfähle mitten auf einem Platz an Wände hängt. Wenn man nicht irgendjemand aufhängen wollen würde. Habt ihr da miteinander gekämpft? Irgendwie sah das kurzzeitig aus, als wäre da irgendwie ein Kampf. Vielleicht habt ihr mit diesem Templer, ist es, glaube ich. Ist das ein Templer, oder? Irgendwie sieht das so nach einem Templer aus. Ja, habt ihr mit dem Templer gekämpft? Es tut mir leid. Ich schätze auch mal, du brauchst dein Schwert nicht mehr. Und hier ist ein Holztor. Wie kriege ich dieses Holztor bloß auf? Vielleicht brauche ich einen Vorschlaghammer. Nein, es gibt eine Winde in der Nähe. Ich drehe einfach mal an der Winde.
Und es geht irgendwo rein. Dann gucken wir mal, was sich dort befindet. Oh, es ist wieder relativ dunkel. Ich kann immer was ausprobieren. Vielleicht kann ich irgendwie das Spiel heller machen. Nee. Video, Helligkeit. Ich kann nicht irgendwie die Helligkeit ein bisschen höher drehen. Jetzt wird es aber für mich extrem hell. Ich mach's mal so eine Stufe höher. Vielleicht wird dadurch die Aufnahme in solchen Höhlen ein bisschen. Nein, Entschuldigung, mein Fehler. Vielleicht wird dadurch die Aufnahme ein bisschen deutlicher für euch, weil irgendwie mir zu Ohren getragen worden ist, dass das nachts und in Höhlen sehr dunkel ist. Deswegen gucke ich mal, was passiert, wenn ich jetzt die Helligkeit ein bisschen höher stelle. Nur für die Höhlen. So. Ruhig bleiben, Brauner. Ein Orkspeer hat uns erspäht. Oh nein. Was machen wir jetzt? Hier sind jede Menge vergitterte Nischen. Sehr interessant. Aber hier ist nicht vergittert. Dann kann ich ja mal da hochsteigen, dachte ich eigentlich. So. Gibt es ein paar Pilze und Mumien. Ja. Jetzt machen wir hier schon wieder Leichenfledderei. Wo ist denn Ork-Leichen? Dürfen wir als Mensch Ork-Leichen fleddern? Ich weiß es nicht. Das ist so ein moralisches Problem, auf das ich keine gute Antwort kenne. Weil das hier nur ein Spiel ist, mache ich da mal mit. Aber wenn ihr da kontroverse Ansichten zu habt, dann ab in die Comments damit. Würde mich mal interessieren, ob es für euch okay wäre, Leichen von anderen Spezies zu fleddern. Also so irgendwie so Totenuhren oder sowas in der Richtung sind das ja wahrscheinlich da. Dann ist wieder ein Ork, aber hier sind noch weitere Nischen. Ich werde das mal die ganzen Nischen untersuchen. Ach, auch da. Vielleicht findet sich ja irgendwas Nettes hier drin. Auf jeden Fall finden sich da jede Menge Tränke bisher. Was ja auch nicht verkehrt ist. Also, Tränke können wir immer brauchen. Wir kriegen ja immer relativ zuverlässig aufs Maul. Nee, die da. Na. Und jetzt die da. Oh, ein paar tolle Schriftrollen. Ach, irgendjemand macht Geräusche. Aber nicht in unserer Nähe, glaube ich. Doch, hier, da läuft jemand lang. Ork, bleib stehen. Bleib stehen, du Mist-Ork. Deine Mutter treibt's mit Ziegen. Ihr geht doch nicht raus. Ah, kommst wieder, gut. Ach, ignoriert mich einfach. Okay. Das ist auch eine Strategie. Das ist die Captain Elsen Strategie. Habe ich in Homeworld gelernt. So. Strange. Ist keine besonders erfolgreiche Strategie meistens. Außer man hat irgendwelche Leute, die hinter einem herfliegen und einem dann Feuerschutz geben. Aber der Ork so alleine hier rumlaufen und von mir weglaufen ist nicht so. Da läuft noch einer rum. Aber der geht nicht hierher. Das ist ein Schalter. Interessant. Manchmal ist es nicht besonders gut, wenn man einfach blind auf Schalter drückt, aber ich gehe jetzt mal das Risiko ein. Vielleicht passiert ja irgendwas. Auf jeden Fall gibt es hier Tränke ohne Ende. Ich weiß nicht, was die ganzen Ork-Mumien mit Tränken wollen. Komme ich da hoch? Jo. Heilung, okay. Was haben wir hier wohl noch Tolles? Ein paar mehr. Nix, gut. Ui, so. Ob wohl irgendwas passiert ist, weil wir auf den Schalter gedrückt haben? Ich glaube, hier oben war da irgendwie doch ein Gitter davor eigentlich, oder?
Aber ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. So groß sind wir dann doch nicht, dass wir irgendwie weit über unsere Griffreichweite nach oben springen können. Ach, gucken wir hier mal. Vielleicht finden wir weitere Sachen. So ist jetzt wirklich nichts zu sehen, auch bei mir aus, nicht viel. Ich sehe nur so Mumie und Mumie. Hier ist es dann doch einfach zu dunkel. In dieser Ecke. Hier ist wieder ein Gitter davor. Aber vielleicht müssen wir noch ein paar Schalter finden und auf diese Schalter drücken. Dann gehen vielleicht die Gitter hoch. Ich weiß es nicht. Huch, das ist zu hoch, natürlich. Ist doch klar. Ja, wir müssen hier dahin, damit wir uns da sportlich hochziehen können. Aber hier ist auch nichts. Also, ich wollte eigentlich die Folge auch nicht mit Mumien-Leichenfledderei vollstopfen, sondern ich wollte tatsächlich auch mal was machen in der Folge. Aber wie das so ist, man muss ja dem Loot-Gott dienen. Kann ja nicht einfach hier Loot ignorieren, das ist ja. Ich sehe nichts. Heilung, gut. Pilze wollte ich nicht, die Mumie nehme ich auch noch mit. Noch ein paar Tränke. Und Sklavenbrot wollte ich nicht, aber hier war ein Schalter, oder? Was ist das Sklavenbrot? Schmeiß ich in den Weg, damit ich den Schalter nicht drücke. Ich sehe das. Jetzt habe ich eindeutig das Geräusch gehört von Gittern, die sich bewegt haben. Zum Beispiel das hier, da war ja eben, war hier noch ein Gitter. Jetzt findet sich hier, oh, Feuersturm, nett. Das ist doch mal eine mächtige Schriftrolle. Und ein Amulett mit 10 Stärke-Bonus. Oh, nicht übel. Gar nicht mal so übel. Gar nicht mal schlecht. So. Kann ich mich jetzt noch an weitere Nischen erinnern, wo ein Gitter war und wo jetzt keins mehr ist? Ich glaube, das ist für mich als Typ dann doch zu viel. Bin mir nicht sicher, ob es überhaupt irgendwas extrem Wertvolles hier gab. Ich habe irgendwie im Kopf, dass es irgendwelche permanenten Boost-Tränke gab, aber fragt mich nicht wo. Ich wollte jetzt auch nicht ewig rumsuchen, um das herauszufinden, weil ich wollte dann doch mal was anderes machen in dieser Folge, außer Leichen fleddern. Ich glaube, hier oben war zu, aber ich kann auch sein, dass ich mich irre und das alles schon hier benutzt ist. Ich glaube, ich habe das doch alles schon benutzt hier. Ja, gut, egal, ich lasse es jetzt einfach. Falls da irgendwas ist, dann kann ich bestimmt in den Kommentaren lesen, was ich mir hab entgehen lassen. Zumindest haben wir eine Feuersturmschriftrolle gekriegt, das ist doch schon mal ein Anfang. Huch. Komischer Typ. Komm her. Hä? Ist mir egal. Ich hau euch kaputt. Ich mache jetzt hier keine Ork-Gefangenen. Geht's ums nackte Überleben. Tja, hier ist wieder ein toter Templer, wie es aussieht. Da vorne wird noch gekämpft. Kann ich vielleicht noch einen Templer retten? Geht einfach mir vorbei. Dreckiger Schuft. Ist gar kein Templer. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Ja, kein Problem. Ich habe bisher ganz viele tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Koranga hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halb zerfallene Mumien erwartet.
Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Kor Angar hat mich geschickt. Ich soll hier nach dem Rechten sehen. Kor Angar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen 3 Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Aua. Ich find's ja wenigstens höflich, dass sie gewartet haben, bis das Gespräch vorbei ist. Hatte ich mir irgendwie kurzzeitig Sorgen gemacht. Aber wenigstens sind die Orks so höflich und warten, bis wir nicht mehr miteinander reden, bis sie mich angreifen. Das ist ja schon mal... Das ist ja durchaus nett, deswegen war ich auch ganz höflich im Kaputtkloppen. Ja, gut. Templer. Ja. Ja, tut mir leid, Templer-Dudes, aber irgendwie sind die Orks doch ein bisschen zu hart für euch. Da müssen jetzt mal die richtig harten Burschen aus dem neuen Lager müssen da jetzt mal ran. Also, im Endeffekt, ich... Ich nehme mal den Mondschatten mit, keine Ahnung, ob ich damit noch was anfangen kann. Aber ist möglich, dass das irgendwie ein Gewächs ist, das meine Mana-Vorräte regeneriert und auch nur so ein bisschen. Was für mich völlig okay ist, weil ein bisschen ist für mich mein ganzer Mana-Pool. Deswegen nehme ich die einfach mal mit. Oh, ich habe rechts einen Ork gesehen. So, hinter mir ist noch einer. Komm her! Ja, so. Nee. Hier ist irgendwie nichts. Vielleicht könnte ich ja mal einen Lichtzauber machen. Ich habe ja sowieso noch ein paar Schriftrollen davon. Auf der 4 ist das, ne? Machen wir mal hier... Lux! Falsches Franchise, Entschuldigung. Dann sehen wir hier ein bisschen besser, ob in diesen dunklen Nischen auch was ist. Da vorne sind wieder Orks. Kommt her! Du kannst ruhig trotzdem deine Waffe rausholen und mal mitkämpfen, Freundchen. Ich finde das nicht so besonders höflich, dass du einfach da rumstehst, während ich hier kämpfen muss. Ich mal ganz ehrlich bin. Hier geht es nicht weiter. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Die Nischen? Irgendwie finde ich das komisch, dass hier so ein Gittertor ist vor irgendwie von einer kleinen Mini-Höhle. Hier ist irgendwie so eine Nische, aber ist hier irgendwas? Da ist ein Schalter. Jetzt ist das Ding hier auf. Und wir finden eine Pergamenthälfte. Ein Trank, ein Kruschbach und noch ein Trank. Aber die Pergamenthälfte interessiert mich. Was ist das? Kann ich mir nicht lesen, schade. Hier. Ich habe dieses Stück Pergament gefunden. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Natürlich, wenn es eine Hälfte gibt, dann muss es auf jeden Fall noch die andere Hälfte geben. Es ist ja quasi, das folgt ja direkt daraus. Die kann ja nicht irgendwo anders hingebracht worden sein, die muss hier sein. So. Dann gehen wir vielleicht mal in eine der anderen Gänge.
Beispiel da geradeaus könnten wir hingehen oder nach rechts. Ich gehe, glaube ich, mal nach rechts. Und guck mal, was hier auf uns wartet. Welches Übel hier auf uns wartet. Auf jeden Fall könnte man hier anscheinend runterfallen. Und hier liegen noch ein paar Pfeile, ein rostiges Bastardschwert, ein Trank, ein Kruschbach, noch ein Trank und ein Kampfschwert und eine Stahlzunge. Und wie richtig viele Waffen und noch eine Pergamenthälfte statt hat tatsächlich. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Was machen wir denn jetzt mit diesen beiden Hälften? Kannst du die irgendwie zusammenkleben oder so? Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Das ist natürlich blöd. Dieser Stollen ist eine Sackgasse. Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Ich habe doch schon die Pergamenthälfte dir gegeben. Ich hoffe, du versuchst jetzt nicht hier stehen zu bleiben, während ich dir einen Dialog machen soll, den ich schon mal gemacht habe. Was mich nicht überraschen würde bei Gothic, wenn sowas mal passiert. Oh Mann. Ich sollte vielleicht nicht vorschnell irgendwelche Quest-Items aufheben. Ich gehe mal nach oben und hoffe mal, er kommt mit mir mit. Das sieht nicht so aus, ey. Blödes Mietz. Ja, ich glaube, ich hätte nicht die Pergamenthälfte aufheben sollen. Mein Fehler, tut mir leid. Er bleibt jetzt hier einfach stehen, deswegen muss ich, glaube ich, das Spiel einfach mal laden. Ich hoffe mal, ich habe irgendwann gespeichert, also hier. Na gut. So, weg mit dir. Dämliche Skriptereignisse machen mich Skriptereignisse kaputt. Du kriegst auch was, keine Sorge. Ja. Wenigstens kann man diesem Raum die Pergamenthälfte nicht aufheben, bevor man das Geheimnis des Raumes entdeckt hat. So, komm her. Laber. Ich breche das jetzt mal ab. Ihr habt das ja gerade schon gesehen. Und dann gab es hier einen Schalter. Und hier gab es neben anderen schönen Sachen, gab es hier eine Pergamenthälfte. Hier ist die Pergamenthälfte. Dankeschön. So, kommst du mit? Nicht rumstehen bleiben, haben keine Zeit hier, Mann. Haben doch schon jetzt genug Zeit verloren durch das Feature von gerade. So. Dann komm mal mit. Bist noch hinter mir. Ich laufe dann mal weiter, okay, wenn ich mich zurückgucke. Aber er kommt anscheinend noch mal mit. Das ist gut. So, diesmal nicht die Pergamenthälfte aufsammeln. Ja, red mit mir. Ja. Es sieht so aus, als ob hier nichts mehr ist, außer dem Trank, dem Kampfschwert, der Stahlzunge und natürlich dem Pfeil und der Pergamenthälfte. Hier ist der. Sehr gut. Was machen wir jetzt mit meinen Stücken? Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. So, dann müssen wir jetzt irgendwas finden, damit du das übersetzen kannst, ne? Dann komm mal mit. Kommst jetzt auch mit, oder? Kommst du jetzt auch mit, Mietz, ne? Gut. Sehr gut.
Na komm, komm, Baluko, bei Fuß. Ach, du willst wieder was erzählen? Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Ja, in der Tat seltsam, dass du das jetzt einfach so durch kurzes Umschauen erkennst. Aber gut, jetzt haben wir einen orkischen Teleport-Zauber, ja. Da, doch. Aber nur an einem bestimmten Ort. Vielleicht befindet sich dieser Ort, wo wir ihn benutzen können, ja, hinter diesem Gang. Das finden wir dann aber erst in der nächsten Folge raus. Ich danke wieder einmal fürs Zuschauen und man sieht dann, wie es hier in dem Orkfriedhof weitergeht. Bis dann. Tschüss.